Willkommen im Foyer des Liechtenstein-Gymnasiums. Bis gestern haben sie noch geschliffen, gespachtelt und lackiert. Doch heute ist es endlich soweit. Sie können ihren Falken vorstellen. Als erstes bitte ich den Teamchef Michael Buchholz auf die Bühne. Er ist verantwortlich für Marketing, Design und Programmierung. Hallo. Michi, bei dir laufen alle Fäden zusammen. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wie gesagt, wir haben mehrere Bereiche, eben wie Marketing, Konstruktion. Und bei mir läuft eben alles zusammen. Ich koordiniere alles, dass wir von zeitlichen Rahmen her auch die Vorgaben einhalten, dass wir pünktlich fertig werden. Und habe den Kontakt zu den Firmen, weil ich auch das Marketing unter mir habe. Und dadurch vernetze ich alles und regel, dass immer alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Als zweites will ich Felix Schwend auf die Bühne bitten. Er ist ein genialer Konstrukteur und Entwickler, hat neue aerodynamische Ideen in das Projekt eingebracht und ist maßgeblich für den Erfolg verantwortlich. Felix, da steht jetzt unser erster Formel 1 Bolide vom Liechtenstein. Wie sind eure Chancen am Samstag? Wie könnt ihr die Konkurrenz einschätzen? Wir haben auf jeden Fall ganz viele neue Innovationen in unserem Auto, die es vorher noch gar nicht gab. Zum Beispiel unsere Räder und auch unser Chassis, das Aussehen davon, das ist ganz neu. Und ich denke mal, dass wir ziemlich gut abschneiden werden. Konntet ihr die Leistungsfähigkeit eures Formel-1-Wagens im Vorfeld testen oder stützt ihr eure Zuversicht auf die Ergebnisse von Computersimulationen? Also testen in dem Sinn, dass wir das Auto mal fahren haben lassen, das konnten wir noch nicht. Aber wir können mit den Computersimulationen schon feststellen, dass es eine ziemlich gute aerodynamische Form sozusagen schon hat. Und wir haben oben im Physiksaal auch Tests gemacht mit Sand und Luft, wo man auch sehen kann, dass die Aerodynamik von dem Auto ziemlich gut geworden ist. Als drittes bitte ich Benjamin Liang auf die Bühne. Er hat sich um die Teampräsentation gekümmert und sich ums Ressourcenmanagement gekümmert. Als viertes bitte ich Julius Teske auf die Bühne. Er ist ebenfalls für die Teampräsentation verantwortlich und hilft an allen Ecken und Enden mit. Julius, Teampräsentation. Wo findet beispielsweise deine Arbeit ihren Niederschlag im Gesamtprojekt? Ich bin zuständig für die Repräsentation vor Ort in der Experimenta in Heilbronn. Über einen Teamstand werde ich die Leute informieren über unser Projekt, wie wir es gemacht haben und wie alles zustande kam. Eine Vision, ein Team, 14 Sponsoren, 6 Monate harte und intensive Arbeit. Und nun wird diese Vision Wirklichkeit.